Hallo, jetzt ist die Weihnachtszeit und es ist möglicherweise so weit, dass man einen Wunschzettel schreibt oder malt. Wer noch nicht schreiben kann, darf malen. Und den kann man dem Weihnachtsmann schicken und dann gehen die Wünsche vielleicht in Erfüllung, vielleicht. Vielleicht sind es auch zu viele Wünsche. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es ein Kind, das hat ein bisschen lustige Wünsche, außergewöhnliche Wünsche. Es wünscht sich zum Beispiel ein Teddybär. Das ist noch nicht so komisch. Komisch ist allerdings, dass der sogar mit den Augen zwinkern soll. Und der soll tanzen können. Habt ihr schon mal einen Teddybär gesehen, der das alles kann? Ich noch nicht. Und dann sagt das Kind, es möchte noch eine kleine weiße Maus. Und dann will das mit der Maus spazieren gehen. Ich glaube, vielleicht muss das Kind der Maus einen Bindfaden umbinden, weil sonst haut die Maus ja ab. Mal sehen, ob das klappt. Und wie kommt eine kleine Maus in ein Geschenk? Ui, 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 ui. Und dann sagt das Kind, wenn das nicht geht, dann wünscht es sich ein Hängebauchschwein. Also jetzt wird es wirklich verrückt, weil wie soll ein Hängebauchschwein in ein Geschenk? Das frisst ja das Geschenk mit auf und es ist laut und ist trampelig und will da raus. Wie soll der Weihnachtsmann denn ein Hängebauchschwein transportieren? Oh. Und dann wünscht sich das Kind noch einen Zirkusclown. Und der soll richtig tolle Faxen machen. Und der soll eine Pauke haben und darauf soll er rumhauen. Habt ihr schon mal einen Zirkusclown in einem Geschenk bekommen? Das Geschenk muss sehr, sehr, sehr groß sein. Oh, und der Weihnachtsmann hat schwer zu tragen. Und dann, wünscht sich das Kind noch ein kleines Brüderlein. Weil das Kind denkt, dass der Storch die kleinen Geschwisterkinder bringt. Und der sagt, dem kann man gar nicht trauen, dem Storch. Vielleicht hat er jetzt keine Lust oder keine Zeit, ein Kind zu bringen. Und deshalb soll der Weihnachtsmann jetzt den kleinen Bruder, das Baby, bringen. Oh, und wenn das nicht klappt, dann nimmt halt das Kind wieder das Hängebauchschwein. Habt ihr auch so lustige Wünsche? Ihr könnt ja mal erzählen und überlegen, ob eure Wünsche in eure Geschenke passen und ob der Weihnachtsmann die tragen kann. Oho. Ich wünsche mir vom Weihnachtsmann einen kleinen Teddybär, der mit den Augen zwinkern kann und tanzen hin und her. Ich wünsche mir vom Weihnachtsmann eine kleine weiße Maus, die ich spazieren führen kann, ringsum um unser Haus. Hey, du Weihnachtsmann, ich weiß, du kriegst das hin, denn meine Wünsche sind so klein. Kleines Hängebauchschwein sein. Ich wünsche mir vom Weihnachtsmann einen echten Zirkusclown, der tolle Faxen machen kann und auf die Pauke hauen. Ich wünsche mir vom Weihnachtsmann ein kleines Brüderlein, weil Storch nicht trauen kann, der soll ein Schwindler sein. Hey, du Weihnachtsmann, ich weiß, du kriegst das hin, denn meine Wünsche sind so klein. Hey, du Weihnachtsmann,
Na, mal sehen, ob das klappt. Ich wünsche euch einen guten Wunschzettelschreibertag oder Wunschzettelmalertag, auf dass ihr kreativ seid und euch was Schönes einfällt. Und vielleicht fällt euch auch noch ein Wunsch ein, der für alle gut ist. Nicht nur für einen selbst. Tschüss.